So mit einem Tag Verspätung jetzt kommt das Video, wie ihr ja auch schon in der Überschrift lesen könnt, die Gewinnerbekanntgabe meiner Weihnachtsverlosung. Ich muss mich erstmal dafür entschuldigen, dass das Video heute kommt, am Sonntag, und nicht, wie eigentlich versprochen, gestern. Aber ich habe einen ganz guten Grund. Und zwar, es ist nicht so, dass ich es vergessen habe oder so. Ich habe das Video gestern sogar gedreht und auch schon die Auslosung gemacht von den Gewinnern und sowas. Aber ich habe das Video dann bearbeitet und wollte es gestern Nachmittag hochladen. Und während ich das Video bearbeite, gucke ich so den Hintergrund und dass die Farben alle passen und sehe hier oder hier auf dieser Seite im Hintergrund eine große, fette Spinne die Wand herunterkriechen auf diesen weißen Holzbalken hier im Hintergrund. Und habe riesengroße Panik bekommen, weil ich habe das Video irgendwie 10 Minuten, Viertelstunde vorher gedreht und habe mich dann auf Spinnenjagd begeben. Im Grunde bis, glaube ich, 12 Uhr nachts. Habe sie bisher noch nicht gefunden. Also ich hoffe natürlich, dass sie jetzt nicht wiederkommt. Oder ich würde sogar hoffen, dass sie jetzt wiederkommt, weil dann könnte ich sie nämlich direkt... Ich werde euch kontaktieren über YouTube oder über den Blog, je nachdem, wer genau gewonnen hat. So, habt ihr jetzt gesehen, ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass das dann gestern für mich so ein bisschen vorging, mich um die Spinne zu kümmern. Aber jetzt zurück zum Thema und genug damit befasst. Ich habe die Gewinner ausgelost und die erfahrt ihr nämlich gleich. Zuerst einmal wollte ich mich bei allen, die teilgenommen haben, von Herzen bedanken. Es tut mir natürlich leid, dass nicht jeder von euch gewinnen konnte, aber ich bin unglaublich froh über jeden Einzelnen und über die total süßen Sachen, die ihr mir geschrieben habt, und hoffe natürlich, dass ihr dann bei nächsten Verlosungen auch mitmachen werdet und dann da mehr Glück habt. Ich würde euch am liebsten alle beschenken, aber es geht leider nicht. Ich werde euch jetzt einblenden, wer das Set 1 und wer das Set 2 gewonnen hat. Was ganz gut passt, ist, es sind zwei unterschiedliche Personen geworden und es ist sowohl ein Leser von meinem oder eine Leserin von meinem Blog und eine Abonnentin von meinem YouTube-Kanal, und das finde ich ganz toll, weil mich das besonders freut. Und die blende ich euch jetzt ein. Von mir natürlich einen herzlichen Glückwunsch an die beiden Gewinnerinnen. Ich werde euch im Laufe des Tages kontaktieren. Mein Bruder hat heute Geburtstag, deswegen muss ich mal gucken, ob ich das jetzt noch hinkriege, bevor die Verwandtschaft kommt, oder ob ich das dann danach mache. Ich werde euch dann kontaktieren und hoffe, ihr habt dann auch ganz viel Spaß mit eurem Gewinn, wenn ihr den bekommt. Und wünsche euch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!